Herzlich willkommen bei Feuerwehr-Willi. Das bin ich. Schön, dass du einen Moment Zeit hast. Ich muss noch eine Kleinigkeit klarstellen, und zwar zum Thema Dienstgrad. Da ist mir nämlich ein kleiner Fehler unterlaufen und den möchte ich gleich klarstellen. Nicht, dass ihr wegen mir nachher Diskussionen in der eigenen Wehr habt, okay? Alles klar, steigen wir ein. Los geht's. So. Und ich kläre das nur auf, weil ich gesehen habe, dass du mich abonniert hast und ich möchte dir jetzt nichts Falsches erzählen. Für die anderen ist es nicht so schlimm, aber für dich nochmal ganz schnell die Korrektur. Und zwar ging das darum, dass ich diese Folie gezeigt habe. Da ging es mir erstmal darum, wie der Beförderungsweg ist. Dass man vom Löschmeister zum Oberlöschmeister, zum Hauptlöschmeister und dann direkt zum Brandmeister befördert werden kann. Das heißt, man muss nicht den ersten Hauptlöschmeister zwischendurch haben. Man kann diesen einen Dienstgrad überspringen. Okay, und da ist mir der Fehler unterlaufen, weil der stellvertretende Ortsbrandmeister hat nämlich einen anderen Dienstgrad, nämlich einen höher. Okay, also das heißt, hier zwischen ist noch eine Schulterklappe. Das heißt, die Brandmeisterklappe muss mal kurz ein Stück runter. Da kommt jetzt die erste Löschmeister-Schulterklappe dazwischen. Und dementsprechend passe ich das jetzt mal kurz an. Und zwar ist das so richtig. Okay, Entschuldige. Wie gesagt, der Ortsbrandmeister einer Grundausstattungswehr, so wie ich zum Beispiel, der ist Brandmeister und mein Stellvertreter, der ist erster Hauptlöschmeister. So, das war mir wichtig. Und jetzt machen wir noch einen Bonus für dich. Und zwar habe ich jetzt nochmal eine Übersicht gemacht. Einmal nochmal für die Grundausstattungswehr. Siehst du nochmal ganz kurz. Und zwar sieht man hier verlinkt, also sieht man jetzt nochmal die Reihenfolge: Hauptlöschmeister, erster Hauptlöschmeister, Brandmeister, Oberbrandmeister, Hauptbrandmeister, erster Hauptbrandmeister. Das ist so die Reihenfolge, okay? Und ich zeige dir jetzt noch mal kurz, in der Grundausstattungswehr ist es so, was ich eben sagte, der Ortsbrandmeister ist Brandmeister vom Dienstgrad und in der Grundausstattungswehr der stellvertretende Ortsbrandmeister ist erster Hauptlöschmeister. Okay? Für dich noch mal zur Information, ein Gruppenführer ist Hauptlöschmeister. Ein Gruppenführer. Erinnert euch, ne? Eine Grundausstattungswehr hat eine Gruppe, einen Gruppenführer auch dabei, 100% Reserve und Ortsbrandmeister Stellvertreter. Okay? Pass auf, und jetzt für einen Stützpunkt. Ne, jetzt haben wir Grundausstattungswehr, jetzt machen wir Stützpunktwehr. Da verschieben sich die Beine einen runter. Klack. Das ist der Stützpunkt. Ne, da oben steht es nochmal für euch. Stützpunkt. Da hat nämlich der Ortsbrandmeister einen goldenen Stern. Und der Stellvertreter ist normaler Brandmeister. Oberbrandmeister, Brandmeister. Gruppenführer bleibt natürlich hier, ne? Hauptlöschmeister. Okay, das war der Stützpunkt. Beim Schwerpunkt rutschen wir nochmal ein Stück runter. Zack. Der Stellvertretende, also das ignorieren wir kurz. Der stellvertretende Ortsbrandmeister ist ein Oberbrandmeister. Und der Ortsbrandmeister an der Schwerpunktwehr ist ein Hauptbrandmeister. Das ist schon eine richtig schicke Schulterklappe, ne? Schwerpunktwehr, Ortsbrandmeister. Zwei goldene Sternchen. Jetzt sind hier noch zwei dazugekommen, weil das gibt's erst, diese Funktion macht erst in einer Schwerpunktwehr richtig Sinn. Da gibt es nämlich auch Zugführer. Die haben einen, die sind Oberbrandmeister und die stellvertretenden Zugführer sind nur Brandmeister. Was heißt nur? Ist ja der tollste Dienstgrad. Nur, dass ihr mal gesehen habt. Nochmal ganz schnell. Grundausstattungswehr, Stützpunkt, Schwerpunkt. Okay? Und ihr seht auch, dieser Zugführer, ein stellvertretender Zugführer, ne, ist ähnlich wie bei einem Stützpunktwehr. Ne, das war der Ortsbrandmeister und der Stellvertreter. Das System ist schon schlüssig. Ne? Das passt schon alles. Wieder ein Gruppenführer, immer Hauptlöschmeister, wenn er eingesetzt ist als Gruppenführer. Wichtig. Ne? Nicht die Ausbildung haben, sondern aber auch die Funktion hat. So, und Oberlöschmeister, also einer darüber, wäre zum Beispiel ein Staffel- oder ein selbstständiger Truppführer. Ne? Okay. Ein Bonus habe ich noch für euch, eure Feuerwehrführung, nämlich bei uns ist es der stellvertretende Stadtbrandmeister oder Stadtbrandmeister, die haben den Hauptbrandmeister und den ersten Hauptbrandmeister hat der Stadtbrandmeister. Bei euch vielleicht der Gemeindebrandmeister, ne? Ja, drei goldene Sterne und zwei goldene Sterne. Es verschiebt sich immer so, tipp, 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 tipp. Okay? Super. Das ist mir wichtig. Jetzt mit diesem Wissen noch mal ganz kurz. Einmal rucki zucki die Folie. Wie gesagt, soll nur eine Korrektur sein, kein tolles Video.
Diese Folie hatte ich angesprochen und da habe ich auch beim Zeigen mal eben auch mal schnell die falschen Dienstgrade gezeigt. Ist natürlich so, dass wir hier einmal den Hauptlöschmeister haben für den Gruppenführer. Dann der Gruppenführer hat auch einen Hauptlöschmeister. Der stellvertretende Ortsrammeister, der hat 3 Sterne, der ist erster Hauptlöschmeister. Und der Feuerwehrwilli ist Brandmeister. Okay? Super. Schön, dass du nochmal eingeschaltet hast. Du bist ein treuer Fan. Empfehle mich weiter. Schönen Dank für die tollen Feedbacks. Und ich mache mich aufs nächste Video. Ne? Bis denn. Euer Feuerwehrwilli.